Hallo! Ich war mal wieder bei DM. Kein Spaß, die Tüte ist wirklich sehr schwer, weil da so Gläser und so drin sind. Und zwar war ich diesmal ganz entspannt bei DM. Ich hatte noch eine halbe Stunde, bis der Laden zugemacht hat und ich dachte mir so, ich hatte irgendwie nicht so, keinen Zeitdruck, ich musste nichts erledigen, es war so chillig und ich bin ein bisschen eskaliert, Leute, muss ich wirklich sagen. Ich habe so viele coole Produkte gefunden, ich habe Sachen nachgekauft, aber habe Neuheiten auch entdeckt, die mich irgendwie angesprochen haben, weil ich bin jetzt nicht nur in Frühlingslaune, ich bin eigentlich schon in Sommerlaune. Und genauso ist es auch bei meinen Produkten. Ich brauchte irgendwie so neue Gerüche, ich brauchte irgendwie alles so. Bei mir ist auch richtig viel leer gegangen, das werdet ihr gleich sehen. Deswegen, ja, sowas hat man, glaube ich, mal. Und ich hoffe, ihr habt Lust, denn es sind echt coole Sachen bei. Und ich freue mich mega, das jetzt auszupacken. Ich habe das nämlich schon vor 2 Tagen gekauft. Und jetzt wird es Zeit, das alles einzuweihen und zu testen mit euch. Okay, greifen wir mal rein. Die erste Sache, muss ich ehrlich zugeben, habe ich schon direkt im Auto getestet. Ich war ein bisschen verhungert. Und zwar gibt es jetzt die Ostersachen bei DM. Und zwar haben die da so Joghurt-Kokosmandeln. Und die klangen irgendwie so lecker. Ich habe tatsächlich auch schon welche probiert. Mein Freund auch. Und wir haben sie beide als sehr lecker empfunden. Das sind halt so Mandeln mit also Joghurt-Überzug, weiße Schokolade mit Joghurt. Echt mega lecker. Ich muss echt sagen, dass ich diese DM-Bio-Sachen, also diese sozusagen Special-Sachen, auch letztes Mal durch diese Energy Balls, immer echt mega gut finde. Und ich glaube, die hatten noch ein paar andere Sorten von so überzogenen Nüssen. Ist auch, finde ich, eine richtig süße Idee, um das an Ostern zu verschenken. Weil ich glaube, die meisten verschenken halt so diese typischen Sachen von Milka oder Lindt oder keine Ahnung welche Marken. Aber das ist mal so ein bisschen besonderer. Also sehr empfehlenswert, sehr lecker, auch wenn, wie gesagt, nicht unbedingt gesund, nur weil der Joghurt draufsteht. Es ist wirklich random, es ist alles Mögliche dabei. Die nächste Sache, oh ja, die ist cool, habe ich mir gekauft, weil ich sie irgendwie schön fand. Ja, ich bin auch so ein paar Packungsopfer wirklich. Ich gehe dann da lang und denke mir so, okay, wofür kann ich es verwenden? Es ist so schön, ich habe das Gefühl, ich brauche es in meinem Leben. Und zwar ist es hier von Ebelin ein Wattestäbchenbehälter mit so einem coolen Muster oben drauf in so grün und so Packpunkten. Gab es auch noch in komplett durchsichtig und ja, kann man halt so aufmachen. Und da kann man halt Wattestäbchen oder so reinmachen, aber ich dachte mir, ich stelle das auf meinen Schminktisch, weil ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, irgendwie auf dem Schminktisch, wenn man sich da halt viel schminkt mit Puder und so, dann staubt das halt auch echt super schnell ein und das finde ich so ärgerlich, gerade wenn man da irgendwie Ohrringe liegen hat und so, die stauben auch mit ein, deswegen dachte ich, ich mache da einfach mal in meinen Schmuck rein, das kann man nämlich halt so zumachen. Gefällt mir echt richtig gut und ja, freue ich mich drüber. War auch gar nicht so teuer und ich finde, es sieht halt irgendwie cool aus. Ich mag so diese Acrylbehälter. Als nächstes ein Produkt, das ich nachgekauft habe. Ganz schnell zeige ich euch das nur und zwar meine BB-Cream. Ich benutze nur BB-Cream, weil der Vorteil daran ist, dass die Lichtschutzfaktor 15 hat. Das finde ich wirklich einen ganz tollen Vorteil. Ich benutze hier von Garnier diese Klassiker, also diese normale. Es gibt auch noch eine für, glaube ich, ölige Haut oder für Mischhaut oder so. Und ich benutze immer die Farbe hell, wenn ich nachher richtig braun bin, würde ich hell und mittel mischen, aber so richtig braun, dass ich nur Mittel verwende. Aber das passiert eh nicht. Außerdem nachgekauft, fragen mich auch immer ganz viele, was man denn bei Pickeln machen kann. Das ist auch mein heiliger Gral und zwar von Garnier. Hautklar dieser SOS Pickelstift und der ist einfach mega gut. Also kann ich echt empfehlen, kaufe ich immer wieder nach. Hält bei mir lange, ich habe ja eigentlich nicht so wirklich Pickel. Aber wenn ich dann mal einen habe oder so, dann wird der direkt damit eliminiert. Als nächstes 2 coole neue Masken. Ich konnte mich nicht entscheiden, musste deswegen tatsächlich beide mitnehmen. Und zwar einmal, auch diese Reihe hat mich so angesprochen. Und zwar von Balea gibt es jetzt so eine Reihe mit Avocado und Honig. Ich liebe Avocado zum Essen, ich liebe Honig zum Essen. Ja, also was gibt es Besseres? Auch das Packaging finde ich total sommerlich. Und das ist jetzt eine Tuchmaske für normale und trockene Haut, regenerierend mit Honigextrakt und Avocadoöl. Die werde ich direkt heute Abend mal ausprobieren, glaube ich, weil ich echt momentan so ein bisschen trockene Haut habe, weil ich, glaube ich, ein bisschen erkältet bin. Hört man das? Ja, ich glaube, man hört das. Und ich war mit einer Freundin in Lissabon für ein paar Tage und die hatten einfach nachts die Heizung da an. Und es war so heiß im Zimmer, man konnte das aber nicht ausstellen, weil für die war das halt noch kalt, weil die haben ja draußen dann nur irgendwie 10 Grad und das ist für die ja wie Winter, weil kälter wird es da ja nicht. Und ja, es war super heiß und ich hatte das Gefühl, dass die Haut richtig ausgetrocknet wird, auch meine Lippen, alles war trocken. Deswegen, ja, werde ich mir das heute auf einem Sonntag, also wenn ich das drehe, ihr seht das aber erst später, werde ich es mir auf jeden Fall gönnen, freue ich mich drauf. Und die andere Maske fand ich auch cool, ich habe ja schon mal gesagt, ich kaufe immer gerne diese Masken, die halt so aus 2 Anwendungen bestehen, weil mein Freundin ja immer so ist. Ich möchte auch nur Maske machen. Ja, und das ist eine Peel-Off-Maske. Das feiern wir beide, das finden wir witzig. Und er wird sich freuen, wenn ich sage, die heißt Sparkle and Shine. Ich glaube, die hat so einen Holo-Effekt. Zumindest ist die Packung so.
Und ja, soll halt die Haut reinigen. Und das ja, ist eigentlich mal ganz cool. Wir machen sowas einfach gerne abends bei so einem Fernsehabend. Der guckt tatsächlich auch mit mir Jerry Six Topmodel. Da passt sowas mal perfekt. Oder wer mit mir mehr? Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass das meine Lieblingssendung ist. Ich finde es voll cool, wenn man da was lernt. Auch aus dieser Avocado- und Honig-Serie habe ich mir von Balea den Reinigungsschaum mitgenommen. Ich bin ja wirklich richtig basic. Ich verwende eigentlich immer dieses Balea Haut pH-neutral irgendwas Waschgel. Damit kann man eigentlich alles waschen. Für irgendwie 85 Cent, das ist auch richtig ergiebig. Weil ich finde einfach, dass das richtig gut für die Haut ist. Aber das hat mich jetzt total angesprochen und ich dachte, ich probiere das mal aus. Ich hoffe, dass ich dafür keinen Ausschlag oder Pickel bekomme. Ich bin ja wirklich bei sowas sehr empfindlich. Bei Masken nicht so irgendwie komischerweise, aber bei solchen Hautprodukten irgendwie schon. Also eine Maske ist auch ein Hautprodukt, aber bei solchen Waschgelen und so schon. Auch bei Make-up und so, deswegen mal schauen. Aber ich fand das irgendwie, es sah so schön aus auch. Dann war ich in der Duschgelabteilung. Meins ist wieder tatsächlich leer gegangen. Und ich habe immer eins in meiner Sporttasche und ein oder zwei in unserer Dusche stehen. Und damit ich das nicht mal umpacken muss und am besten noch was vergesse. Und deswegen habe ich mir direkt zwei neue mitgenommen. Die haben mich beide sehr angesprochen. Und zwar einmal, das war irgendwie 1 Euro nur. Fand ich voll krass. Irgendwie, weil das ist voll die große Größe mit 250 Millilitern. Vom BB ein Duschgel. Ich glaube, ich hatte in den letzten 10 Jahren kein Duschgel vom BB. Voll krass. Und zwar nennt sich das Sommerverliebt, ein Duschgel mit fruchtigem Rhabarberduft. Und als ich dran gerochen habe, war ich so, krass, es riecht einfach wirklich wie ein Rhabarberkuchen. Also es ist ein Geruch, den muss man mögen. Und ich finde, das ist auch ein Geruch, den ich wahrscheinlich nicht jeden Tag riechen könnte. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ganz schön flüssig, fällt mir gerade so auf, oder? Sieht das nur so aus? Mal ein ganz anderer Duft und ich mag irgendwie die Flasche, ne? Sieht so ein bisschen retro aus irgendwie. Findet ihr das auch? Sieht irgendwie so... Ja, finde ich cool. Das andere von Nivea war ein bisschen teurer, aber genau mein Packaging. Es hat mich mega angesprochen. Ein Tonerde-Duschgel für reine, weiche Haut. Ich frage mich, ob das halt irgendwie, also wie dann halt die Haut weich werden soll. Keine Ahnung. Im ersten Moment dachte ich irgendwie, das wäre vielleicht so für Problemhaut, also vielleicht für Pickelchen auf dem Rücken oder so, weil Tonerde ist ja so reinigend, aber das steht da jetzt irgendwie nicht drauf. Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Soll auf jeden Fall mit einer nicht austrocknenden Formel sein, also mit einer pflegenden Formel im Endeffekt, oder? Keine Ahnung, warum die es so kompliziert da draufschreiben. Und das ist hier mit Hibiskus und weißem Salbeiduft. Ich finde, es roch irgendwie total angenehm. So wie so ein Spa. Wirklich, ihr müsst daran mal riechen. Es gibt auch noch eine zweite Sorte und es riecht original wie so ein Spa oder wie so ein Beauty-Salon oder so, wo man halt solche Massagen und so bekommen kann. Also riecht richtig, richtig lecker. Mega spannend fand ich auch hier dieses von Ebelin, dieses Make-up-Eye mit Travelbox. Die hatten irgendwie den total süßen Aufsteller und man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum ich denn ein Make-up-Eye brauche, wenn ich mir nie Make-up auftrage. Tatsächlich, weil mir letztens jemand geschrieben hat, dass ich mir doch Concealer mit den Fingern auftrage und dass sie das total seltsam findet und ich mir dann die Frage gestellt habe, ob das wirklich seltsam ist. Macht ihr das auch? Also ich kenne irgendwie voll viele, also das ist ja, ich crop das halt so ein, weil ich trage ja nicht Concealer in riesigen, dicken Schichten auf. Aber gut, auf jeden Fall wollte ich dir mal eine Chance geben und dachte mir, okay, du probierst mal wieder so ein Make-up-Eye aus. Ich habe keine Ahnung, ob das von Ebelin gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass das hart ist. Ich weiß es aber nicht, es ist ja hier noch drin. Ihr könnt übrigens mal schreiben, wann eure Sommerferien beginnen. Würde mich mal interessieren, weil ich überlege auf jeden Fall kurz vorher so ein, okay, ist ein bisschen sehr früh gedacht, aber so ein Hack-Video zum Kofferpacken, Verreisen, irgendwie sowas zu machen. Weil das habe ich noch nie gemacht und ich lerne jetzt aber auch mal was dabei irgendwie und deswegen dachte ich, wäre es ganz cool und ich will das halt vorab machen. Also bevor die meisten halt alle schon irgendwie im Urlaub sind. Dann im Angebot habe ich mir endlich mal was gegönnt und zwar Mandelmus. Das war, glaube ich, auf 5 Euro reduziert. Ich habe keine Ahnung warum. Aber normalerweise kaufe ich immer nur Erdnussmus, obwohl ich, glaube ich, Mandeln lieber mag als Erdnüsse. Beziehungsweise ich weiß, dass ich Mandeln lieber mag. Aber Leute, ich bin einfach zu geizig. Wirklich, ich bin einfach zu geizig. Und ich habe hier irgendwo einen Löffel. Alle, die mich kennen, finden das wahrscheinlich schockierend, weil ich bin wirklich jemand, der total experimentierfreudig ist, der in einem Restaurant immer was Neues bestellt. Ich gehe super gerne essen, das ist wirklich wie ein Hobby, deswegen, ich glaube wirklich, ich habe noch nie Mandelmus gegessen. Wenn war das nur irgendwo drin oder so und das habe ich nicht so geschmeckt. Das klebt voll an meinem Gaumen. Es schmeckt auf jeden Fall mega gut und ich stelle mir das richtig gut im Porridge vor oder mit einem frischen Apfel, den man da so reindippt. Das finde ich nämlich mega lecker. Zusammen mit ein bisschen Zimt. Das ist voll der gute Snack und voll gesund und freue ich mich mega drüber, ne, wirklich. Da dachte ich mir, so richtig geiles Schnäppchen gemacht irgendwie. Dann nochmal so eine kleine Pflegecreme. Habe ich in meinem letzten DM-Haul auch schon mal gezeigt. Ich habe tatsächlich diese kleine Dose verloren. Ich habe die irgendwo mit hingenommen, ja, und sie verloren. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde sie nicht wieder. Deswegen musste ich mir eine neue kaufen. Ich habe die eigentlich mal auf meinem Schminktisch stehen, weil diese kleinen Pflegecremes finde ich eigentlich doof zu mitnehmen, weil man da mal so mit den langen Nägeln so reinpatscht und das ist irgendwie, ja, nicht so lecker. Auf jeden Fall haben die jetzt wieder eine neue
Limited Edition mit Kokosnuss und Tiare. Ich glaube, Tiare ist so eine pinke Blume. Das riecht so sommerlich, wirklich so. So gut einfach. Es riecht einfach wirklich, als hätten wir schon Sommerferien und die Sonne würde steigen und alle hätten Sommer, alle hätten Sonnencreme drauf, wollte ich sagen, genau. Und ach, richtig, richtig lecker. Dann bei dieser Badebombenabteilung habe ich auch noch was Neues gefunden. Fand ich auch richtig süß. Diese Sprudelbadetabs. Ich weiß nicht, ob die alle gleich riechen. Auf jeden Fall gab es drei verschiedene Farben. Pink, Gelb und Grün. Und ich weiß nicht, ob die entweder alle, wie gesagt, gleich riechen oder ob das unterschiedliche Sorten sind. Da steht irgendwie nichts drauf. Da stand auch nichts auf diesem, ja, auf diesem Schild oder so drauf. Aber sie riechen unterschiedlich, glaube ich zumindest. Ich rieche momentan schlecht. Aber ich habe sie mitgebracht, weil mein Freund so gerne baden geht. Und ich gucken wollte, ob die cool sind. Und ich dachte mir so, für ein paar Cent bringst du ihm hier mit. Noch etwas, was diese Tüte so schwer gemacht hat. Und zwar habe ich mir Apfelmark gekauft mit Aprikose. Mache ich super gerne morgens auf meinen Porridge drauf. Ich mache halt Porridge, also Haferflocken mit heißem Wasser übergießen, dann quillt das auf. Mache da so eine Banane rein, bisschen Zimt, bisschen Erdnussmus oder jetzt hoffentlich Mandelmus. Und dann kommt da frisches Obst drüber und noch oben so als Fruchtpüree so ein bisschen Apfelmark. Und ich kaufe es eigentlich mal bei Lidl, aber da war ich gestern irgendwie nicht und deswegen oder vorgestern. Deswegen habe ich mal das hier von DM Bio mitgenommen. Das sind 360 Gramm und da ist wirklich nur Apfel und Aprikose drin. Das ist mir ganz wichtig, weil ich finde, dass da noch Zucker drin ist. Das ist super unnötig, weil es einfach durch den Fruchtzucker schon süß genug ist. Und ja, da gibt es übrigens auch ganz viele verschiedene Sorten. Also Apfelmark mit und dann Banane, Mango, Aprikose und. Also ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Denn apropos Gläschen, ich habe tatsächlich mir eins mitgenommen, was irgendwie im Nachhinein ganz schön grün aussieht, fällt mir so auf, obwohl es, ja gut, mit Minze. Von Baby Love, eine Limited Edition mit Holunderblüte in Apfel mit Minze. Wollen wir das auch mal probieren? Ich glaube ja, ne? Ich denke schon. Oh, das riecht aber richtig sommerlich und richtig frisch durch die Minze, glaube ich. Riecht und schmeckt wie ein grüner Smoothie. Ja. Ich liebe Babygläschen als Snack. Ich habe mal so Phasen, da stehe ich dann voll drauf und esse dann voll viele und dann kaufe ich mir welche und dann vergammeln die im Kühlschrank, weil ich sie dann irgendwie, dann ist die Phase vorbei. Aber jetzt habe ich aktuell eine Phase, habe mir deswegen auch nur eins gekauft, damit ich es direkt esse. Weiter geht's mit noch Kleinigkeiten und zwar einmal habe ich mir ein Haarspray nachgekauft, so ein Mini-Haarspray von Balea. Das ist so viel günstiger als dieses von Elnett, obwohl ich sagen muss, das von Elnett finde ich vom Packaging super cool. Aber ich habe mich dann für dieses hier entschieden und das habe ich einfach immer gerne beim Reisen dabei, wenn man halt einen Zopf trägt oder so, habe ich immer so Babyhaare abstehen. Kann man das sehr gut verwenden. Und außerdem, ich war an dem Abend schon ein bisschen hungrig, weil es war halt 7:30 und ich kam vom Sport und dann habe ich mir halt diese Mandeln gekauft. Und auch noch hier diese Bio-Reiswaffeln von, ja, DM Bio Schoko-Reiswaffeln mit Zartbitter. Es gibt ja auch noch Vollmilch und Joghurt. Und ja, sind jetzt auch nicht so die gesündesten mit Schokolade, aber ich dachte mir, mit Zartbitter besser als gar nichts. Und so zum Snacken auch mal ganz gut, weil manchmal weiß ich einfach nicht, was ich so vor Mittag, kennt ihr es, wenn man vor Mittag erst schon so einen Hunger hat? Man weiß einfach nicht, was man essen soll. Und auf Obst hat man keinen Bock. Ja, da dachte ich mir, mal so eine Reiswaffel passt. So, das war's, meine kleine Eskalation. Hier liegen jetzt überall Sachen um mich herum. Aber ich finde, ich habe echt coole Sachen gefunden. Und wie gesagt, ich versuche nur noch Sachen zu kaufen, die ich wirklich brauche oder halt die mich so mega überzeugen. Deswegen teile ich die dann gerne mit euch. Und ihr seht auch, ich kaufe eigentlich immer hauptsächlich auch gerne die Eigenmarken, also Balea und so, weil ich finde einfach, dass die mega gute Produkte haben und mega kreativ sind und einfach immer was Neues rausbringen. Das mag ich einfach super gerne. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback und falls ihr irgendeins der Produkte schon getestet habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und ansonsten folgt mir super gerne auf Instagram. Ich habe ja gesagt, ich war in Lissabon, da gibt es ganz viel Content und bald geht es auf meine nächste Reise und dieses Jahr steht noch ganz viel an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!